Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier jetzt in Varest. Es ist 7:16 Uhr am Morgen. Und wir haben einen Arsch voll mit Waren. Doch, ich wollte hier jetzt gucken. Wo gibt's denn hier die. Okay, hier ist nicht so wie in der Hauptstadt, dass da irgendwie so ein Bereich ist, wo viele Läden sind. Hier müssen wir schon wirklich suchen. So, da haben wir schon den ersten Laden. Ich hoffe, der hat offen, weil wir jetzt Sachen verkaufen müssen, bevor wir die Quest abgeben, die wir in der letzten Folge erledigt haben. Und da müssen wir erstmal wieder läutern. So, jetzt müsste der offen haben, ne? Ja, perfekt. So, was kann ich ihm verkaufen? Wir haben ja jede Menge hier. Haben wir eigentlich irgendwas, was besser ist als das, was wir jetzt. Der gibt 13, der hier auch 13. Ich finde, der sieht aber cooler aus, den behalten wir. Ja, komm, alles weg damit. So, hier haben wir nichts. Im Wagen haben wir hier jede Menge. So, alles weg. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Geld wir hier dafür kriegen. Weil in Daggerfall sind wir ein bisschen mit einem schlechten Ruf. Und hier haben wir noch einen normalen Ruf, sagen wir mal. 45.590, sagt er hier. Wie viel gibt er uns dafür? 20.000. Alter, einfach mal 20.000 bekommt. So, hat der hier irgendwas Gutes? Oder hier? Nope, dann können wir gehen. Gibt ja noch genug andere Läden, die wir jetzt mal noch kurz besuchen dürfen. Beziehungsweise, wir haben hier ja auch noch irgendwo. Da, unseren Gold. Hier haben wir 117.000 und nochmal selber auf Tasche 20, irgendwo zwischen 20 und 30.000. So, wir müssen nach Süden. Da finden wir den nächsten Laden. So. Komm, wir rennen mal sogar ein bisschen dahin. Da haben wir den. Ah, Pfandladen, okay. Pfandleier. Ich gehe mal davon aus, dass er Pfandleier ist. So. Und die Dinger hier. Und den. Auch nochmal 3000. Nice. Mal gucken, vielleicht hat der hier geilen Stuff dabei. Ja, okay, die Bücher braucht man eher weniger. Magischen Mace. So, hier dann. Mithril-Flail. Aber wir haben hier ja Mithril-Saber, also lassen wir das mal sein. Auch wenn er magisch ist. Ja, okay. Der hat nichts, was wir brauchen. Richtung Westen jetzt. Dann hier rechts und da vorne müssten die sein. Ah, ich sehe die schon. Na komm, wir fangen erstmal hier an, in dem kleinen Laden. So, Cell. Na, die lassen wir. Was ist denn das? King Edward.
Mithril Dagger. Nee, der hat bisher nichts. Hätte sein können, dass die vielleicht auch neue coole Klamotten hätten. So, wieder weiter Richtung Westen. Ich hoffe, da finden wir jetzt endlich mal eher so einen Laden, was wir für den ganzen Rest jetzt brauchen können. Der nicht. Da haben wir wieder einen General Store. Dann halt jetzt Richtung Norden ein bisschen. So, da haben wir schon den. Hier ist kein Schild. Mal gucken, was das für ein Laden ist. Ah, genau, perfekt. Hier können wir die Dinger hier. So. 30.000 haben wir jetzt auf Tasche. Was soll ich mit so viel Geld machen? Ich weiß, ich bin zwar ein geldgeiler Sack in Videospielen, aber was soll ich mit so viel Geld hier jetzt anfangen? Komm, vielleicht haben die sogar andere Sachen hier, was wir gebrauchen könnten. Irgendwas aus Mithril vielleicht oder besser. Oder hier wie das hier, Adamantium. So, was haben wir hier? Ja, die hätte ich früher gebraucht, jetzt mittlerweile nicht mehr. Okay, der hat nichts, was ich haben will. So, wie sieht's mit dem aus? Ich bin mir hier echt nicht sicher. Ich glaube, den guten Stuff kriegen wir wirklich, wenn wir die Gildenquests machen. Oder irgendwelche Dungeons machen. In den Läden kriegen wir die eher weniger. So. Was haben wir noch alles auf Tasche, was wir verkaufen können? Achso, erstmal auch noch den Wagen lernen. Beziehungsweise, warte. Wagen. Der ist im Wagen. Warum ist der im Wagen? Egal. Dann ist er halt so. Jetzt erstmal die Bank of Wearest finden. Ich hoffe, das ist die Bank. Nope. Vielleicht eins von den dreien hier. Noch weiter im Norden. So. Schauen wir mal. Ich hoffe, hier ist eine Bank bei. Ja, perfekt. Zwei sogar. So, guter Herr, ich möchte gerne all mein Geld einlagern. 30.160. Und 117.100. Jo, könnten wir alles direkt vom Wagen da reinpacken. Nice. So, also haben wir jetzt 147.260 Gold. Okay, hier können wir nichts kaufen. Wäre schön gewesen. Osten müssen wir, genau. Um die Quest abzugeben. So, wo geht's denn lang? Da ist die Hütte. Okay. Ab nach Süden.
Ah ne, hier können wir schon rein. Okay, perfekt. Boah, ich finde es aber schön, dass hier Jahreszeitenwechsel eigentlich ist. Auch im ersten Teil. Dass da immer Jahreszeitenwechsel mit drin war. Das ist ja bei den neueren Teilen leider nicht mehr der Fall. So, dann rein. Komm, den machen wir auch auf. Und dann hier. Ventown, da muss ich hin. Verdammt. Ich wollte schon sagen. Nein. Zurück. Nochmal schauen. Wie wird das geschrieben? Runes of Orkhard and then get to Victor's Yimsley's Palace in Ventown. So, erstmal hier drauf. Find Ventown. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu spät. Ja. Schnell dahin reisen. So, wo ist denn hier... Okay. Ist auch eine größere Stadt. Jetzt, ich hoffe, das ist das Palast. Gehen wir da mal hin. Ich hoffe, wir sind jetzt wirklich nicht zu spät. Ansonsten müssten wir damit erstmal leben, dass wir das verkackt haben. Ne, sieht auf jeden Fall nach einer Burg aus. Und hier ist der Eingang. Nee. Greetings to you, Max. First rate job with that stinking rancid shaman. How dare they set up one of their cannibal temples on my land? The leaderless rebel should be easier to deal with now. Here's your 742 gold pieces. Go wild. Dankeschön. Okay. Dann machen wir hier mal ein Safe Game, weil wir das doch geschafft haben. Rechtzeitig. Ich will mich mal umsehen. Ein bisschen. Okay, hier geht's im Kreis. Wo geht's denn hier hin? Oh, hallo, gute Dame. So. Was gibt's denn hier? Noch ein Raum? Aha. Okay, das finde ich jetzt cool. Das ist cool, wirklich. Dass ich hier jetzt so hoch kann. Und wir gehen da mal wieder rein. Ich bin aber auch erleichtert, dass wir hier niemanden unbekleidet hier jetzt aus Versehen entdecken. Wo geht's wieder runter? Hier geht's runter. Alles klar. So. Daggerfall, Rail, Sentinel. Ja, hier muss ich auf jeden Fall noch mich ein bisschen beliebt machen. Aber ich würde sagen, wir suchen mal einen der Drachengarde hier mal auf, dass wir hier vielleicht die Quest auch noch ein bisschen weitermachen. Für die. Das ist nicht die Drachengarde. Vielleicht ist es das da. Ein bisschen nach Norden.
dass wir uns hier in Wayrest auch mal ein bisschen besseren Ruf erarbeiten. In Daggerfall haben wir es ja verkackt. Aber hier hoffentlich. So. I despise your kind. Just go away. Okay, wer ist denn das? Get Quest. Let me see what tasks we have available. Please have patience and wait here a moment, Max. The Traitor, the Hunter, Trouble with Orcs, the Infested House. Okay, komm, wir machen den Traitor. You are not yet a trusted member of our knightly order, Max Deals the Second. However, I think I know a way you can earn our trust. There is a traitor in the Order of Inventown. A dastardly knight bait who has betrayed us or to our enemies. Death is a fair punishment for treason. Don't you think Max Deals the Second? Will you go, do this for the Order? Yes. The traitor is a knightbait named Victasia Yimhal, who is hiding like a craven coward in ruins of Greasley Tower. If you have not returned in 16 days, or our trust is forfeit and another will take your place. Okay, nice. So. Wie hieß das Ding jetzt? Ruins of Greensley. Suchen wir das mal. Find. Ruins of Green. Greensley Tower. Da haben wir es. Dann reisen wir da mal hin. Machen hier nochmal ein Safe Game auf die 4. So, und jetzt schauen wir mal, wo der Eingang ist. Da haben wir den. Hier sieht es aber auch sehr interessant aus. So, dann gehen wir mal rein. Ah, wieder so ein Dungeon. Okay. Machen wir hier auch nochmal auf die 2. Genau. Okay, wie stark. Mit einem Schlag so ein Werbären. Okay. Das fand ich jetzt krass. Da haben wir wieder jemanden. Alter, übertreib doch nicht. Wie stark sind wir? Okay, hier ist die Musik aber auch ein bisschen anders. Als sonst irgendwie. Und tot. Achso, und ein Ork-Krieger. So, alles erstmal mitnehmen natürlich. Ja, ich höre dich schon. Aber wir müssen nochmal wieder hoch, unser Inventar leer machen. Ich glaube, hier ging das hoch. Genau. Und dann hier einmal alles removen. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Okay, hier ist niemand. Okay, der hat ein bisschen länger gebraucht. Hier ist gar nichts. Nur ein Amboss und eine Treppe. Ein Werbär. So, und dann hier hoch.
Dann hätten wir hier auch schon fertig. Dann nehmen wir den Weg hier. Oh. Der hat mich jetzt erschrocken. Den habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. So, gibt's hier Geheimgänge? Nope. Hier keine. Da hinten aber bestimmt. Mit Wahrscheinlichkeit. Nee, hier auch keine. Okay. Das finde ich jetzt überraschend. Ja, aber wir fangen jetzt mal da an. Okay, hier ist auch niemand. Das ist doch, wie heißt der nochmal? Hier, Clavicus Vile, oder nicht? So, den haben wir. Okay, den kann ich nicht looten. So, den haben wir auch noch. Und dann hier unten ist wahrscheinlich der Traitor. Autsch. Ah, nur Stil. Schade. Ich hoffe mir irgendwie immer so viel. Oh, hier geht's ja weiter. So, den haben wir auch noch geschafft. Einmal vielleicht das hier machen. Ganz kurz. Und hier vielleicht nochmal ein Save Game. Oh, noch eine Spinne. Ich finde es schade, dass man die Spinnen nicht looten kann. Autsch. So. Okay, Skelettkrieger ist in der Nähe. Okay, viel können wir auch nicht mehr tragen. Okay, jetzt müssen wir einmal nochmal zum Wagen zurück. Zum Eingang. Beziehungsweise einmal kurz das machen. Nochmal ein Save Game. Und jetzt zum Wagen. So. Nochmal hoch. Okay, den kümmern wir uns gleich. Erstmal alles wieder removen. So, dann können wir jetzt... War hier nicht vielleicht noch eine Tür, die ich jetzt vergessen habe? Nee. Wir haben alle Türen. Und jetzt den Zombie. So. Autsch. Na, hier gibt's ja nichts. Da lang. Erstmal hier hin.
Hier ist niemand. Und dann jetzt hier hoch. Komm, geh auf. Ist das jetzt wieder so einer? Okay. So, Loot. Die Warte Singer. So, dann bleibt uns nur noch dieser Weg. Okay, hier ist es doch vielleicht ein bisschen anders als die ähnlichen Dungeons, sage ich jetzt mal. Okay, hier kann ich nicht resten. Aber hier... So, dann gehen wir mal da. Ist hier eine Geheimtür? Nope, hier ist keine Geheimtür. Und wieder 90 Kilo auf Tasche. Ich dachte schon, da unten sind wieder welche Leute. So, was ist das Stil? Okay, schade. Ach da. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier. Hätte ich fast sonst übersehen. Und dann jetzt nochmal weiter. So. Was? Da haben wir jemanden. Ah, ist noch nicht der Traitor. Ah, nein. Wir müssen nochmal abladen. Ich habe so ein Gefühl, hier ist irgendwo eine Geheimtür. Wo ich mich wieder mal irre. Oder die sind über uns. Kann auch sein. So, dann hier jetzt wieder auf hoch. Einmal hier hin. Und hier abladen. Alles einmal wieder removen. So, jetzt haben wir hier mal zwei Sachen und hier nur eine. Okay, wo haben die Tür aufgemacht? Ich will es wissen. Oder gibt es hier irgendwo eine Geheimtür? Noch irgendwie versteckt. Nee, schade. Nur da unten die. Ich will wissen, wo der ist. Hier muss da doch irgendwo noch einer sein, oder nicht? Okay, Map-Steuerung immer noch sehr, sehr kompliziert. So, hier waren wir. Den looten. Jetzt können wir weitermachen. Boah. Wo ist der? Alter, da habe ich mich jetzt richtig erschrocken. So. Looten. Auch noch looten. Was ist mit dem? Oder mit der? Warum wurde der die nicht angegriffen? You have killed Victusia Yerman, the Nightblade. The Knightly Order will be proud. Warum hat
die mich jetzt nicht attackiert oder wurde nicht von denen hier getötet? Dass aber auf einmal so viele von denen kommen. Das fand ich jetzt krass. Und das hat mich auch echt erschrocken gerade. Hier haben wir auch noch jemanden. Und weg mit dem. Hier. Ja, genau. Gut, dass der mich jetzt nicht getroffen hat. So, mehr Loot haben wir hier jetzt auch nicht mehr. Dann hätten wir jetzt den Dungeon auch erledigt. Und dann können wir jetzt zurück zur Gilde gehen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir da auch noch mal ein bisschen bessere Ausrüstung. Oder was krass wäre, was ich dann auch eher ausnutzen wollen würde, wenn wir in jedem Bezirk quasi, was Ausrüstung angeht, was wir verdienen können, von null anfangen. Und dann uns in mehreren Bezirken einfach mal bis zur Daedra-Rüstung hocharbeiten. Bei der Drachengarde. Muss ich dann nur hoffen, dass ich irgendwann auch die dädrischen Waffen bekomme. So. Wo muss ich jetzt nochmal zurück? Ventown war das, glaube ich, oder? Victoria jemand ist. Genau, Ventown. So. Und dann. Ben Town. Ja. Hier war das ja. Genau. Knights of the Road. Okay. Ritter der Rose, die Rosengarde. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin jetzt wirklich verwirrt, weil ich hatte gedacht, Knights of the Dragon, das wäre die Drachengarde. Hier heißt die Knights of the Rose. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte jetzt wirklich gedacht, das wäre überall die Drachengarde. Hier, die im Elder Scrolls Universum halt groß bekannt sein sollte. So, jetzt hier lang. Ist es dann doch nicht die Drachengarde, auf jeden Fall, oder? Also, erstmal hier wieder Läuter. 4 Stunden. Weil die öffnen erst um 11. As a token of appreciation, please accept this map of Wyrmdred Fold. Vermin infested hole by all accounts. Just the kind of place a budding knight should enjoy cleaning up. Maybe you are not a bad, as they say, Max Deus the Second. You have earned a bit of respect with this knightly order. Kann ich hier... Was mit dem? Well met stranger, okay. Well met stranger. Well met stranger. Well met stranger. Gonister Greenslee, well met stranger. Was mit dem? Kann ich hier Receive Armor? Okay, for members only. So, Receive House. Ist sonst im Grunde alles das Gleiche. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen was verkaufen. So, da haben wir wieder so ein
Händlerkreis. So, hier können wir auch noch ein bisschen was verkaufen, ne? Was können wir dem verkaufen? So, dem. Und ansonsten nur Waffen. 4261. Ja, okay, nehmen wir halt. Was hat er hier im Angebot? Nicht wirklich etwas, was ich haben wollen würde. Mal schauen, was wir dem verkaufen können. Hä? Hier ist er doch. So, was können wir dem? Das alles. Und das alles. Ja, wir werden wieder ordentlich Geld haben hier. Mal schauen, was der hier hat. Dwarven brauchen wir nicht mehr. Wo ist denn hier jetzt der Ausgang? Hier. Ach so. So ein Laden ist das wieder. Ah, dem können wir auch noch was verkaufen. Wir haben doch ein bisschen Schmuck bekommen, oder nicht? So. Oder? Hatten wir nicht? Können wir dem irgendwas verkaufen? Dem können wir nichts verkaufen. Okay. Wahrscheinlich nur einkaufen. Aber wir haben hier noch die Dinger. Die muss hier auch noch loswerden. Hi. Ja, Klamottenladen brauchen wir ja weniger. Den brauchen wir auch nicht. Muss ich jetzt hier wirklich diesen einen anderen Laden jetzt mal suchen? Der irgendwo hier in der Stadt sein kann. Hier, dem kann ich auch noch was verkaufen, oder? Sell. Komm, irgendwas habe ich doch. Da. Eine Sache. Wow. Egal, wir gucken bei dem nicht mehr. Jetzt muss ich wirklich so einen Laden suchen, ey. Nee, nicht den. Einen, wo ich diese ganzen Ingredients hier verkaufen kann. Zutaten. Bitte sei das ein Zutatenladen. Ja, ist ein Zutatenladen. Sonst habe ich nichts. Okay. Und wo haben wir die Bank of Wayrest hier? Hier haben wir die noch nicht gefunden. Hier war irgendwo ein Laden, aber ich glaube nicht, dass das eine Bank ist. Ich glaube nicht, dass das eine Bank ist. Vielleicht ist das da ein. Nein, das ist ein General Store. Hier haben wir aber... Hier hatten wir noch keine Bank entdeckt. Ich glaube, es ist in den meisten Fällen eher so, wenn die hier...
Wir gehen mal dahin. Und verkaufen da mal unseren Stuff. So, hier lang. Boah, ich hoffe, dass es jetzt wirklich hier eine Bank. Nein. Komm schon, ich will eine Bank finden. Ja, Bank. So, Geld anlegen, genau. 15.000 haben wir auf Tasche, okay. Ne, das nicht. 039. So. 162.000 haben wir. Ich wünschte, ich hätte so viel Geld privat. Mit so viel Geld, ich könnte locker 10 Jahre für mich selber überleben. Aber wir wollen lieber jetzt mal zurück zur Hauptstadt Wayrest. Wo waren die? Hier wahrscheinlich hier. Nee, Eastbound. Hallo? Hier haben wir Wayrest, genau. Wir gehen wieder zur Hauptstadt von Wayrest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!